Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute zeige ich dir mal meinen Workflow in Lightroom, wenn ich ein Panorama geschossen habe und das dann bearbeiten möchte. Wir konnten am Wochenende endlich mal wieder los. Die Lockerungen sind so weit fortgeschritten, dass die Hotels wieder geöffnet haben. Und deswegen sind wir direkt mal nach Bayern gefahren. Dazu wird es auch noch einige weitere Videos geben. Aber ich fange heute mal mit einem Bearbeitungsvideo an. Und zwar von dem Kochelsee. Und da hatten wir einen richtig tollen Sonnenaufgang. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Viel Spaß! So, ich bin in Lightroom und habe jetzt hier mal alle Fotos importiert, die ich an diesem Morgen geschossen habe. Wie gesagt, das Video zum Thema Filter wird da auch noch kommen. Da seht ihr mich dann, wie ich dort arbeite. Aber ich habe, wie gesagt, ganz zum Schluss ein Panorama hier noch gemacht, direkt von dem Steg. Und ich zeige euch jetzt einfach mal alle Bilder hier nacheinander. Also ich habe hier ganz links angefangen, habe direkt in die Sonne fotografiert. Man sieht hier auch, dass man hier sehr viele Lens Flares noch mit drin hat. Ob ich die alle rausbekomme, wage ich zu bezweifeln. Ich habe leider diesmal nicht den Trick angewendet, dass ich noch meine Hand davor gehalten habe und ein zweites Foto gemacht habe. Aber ja, einfach mal schauen, wie wir damit umgehen dann. So, hier Nummer zwei, zweites Foto. Hier sieht man es sehr, sehr deutlich hier unten am Bildrand, dass wir hier einen sehr krassen Lensflare drin haben. Aber irgendwie hat das Ganze auch was. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, ob ich das vielleicht gar nicht so schlecht finde. Klar, sowas hier, ne? Also so eine kleinen Sachen, die würde ich auf jeden Fall rausretuschieren. Aber dass man hier so einen riesen Lensflare hier unten drin hat, muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So, jetzt geht es weiter hier, habe ich einmal komplett rundum fotografiert, alles mit den gleichen Einstellungen, alles manuell gemacht. Ich blende dir die Einstellung hier auch gerne nochmal kurz ein. Da siehst du, eine Zehntelsekunde war es bei Blende 11, ISO 114 mm, also sehr weitwinklig, und Blende 11 bedeutet eigentlich, dass man von vorne bis hinten alles scharf hat. Wenn ich jetzt hier mal so reinzoome, ja, ganz am Anfang hier, da ist es noch ein bisschen unscharf, aber sobald man hier, ja, ein Meter reicht eigentlich schon vollkommen aus, da ist alles komplett scharf. Ja, und dann auch bis nach hinten, bis in die Berge hinten rein, die sind auch scharf. Gehen wir mal ganz bis zum Ende. Also ich habe hier durchfotografiert bis hierhin. Also ich hatte mir so vorgenommen, ich möchte auf jeden Fall die Sonne im Bild haben und ich möchte dann hier natürlich auch die Bootshäuser komplett drin haben und den Steg. So, und alles, was ich jetzt mache, ist, dass ich erstmal alle Bilder hier ja, auswähle, und das mache ich, indem ich einmal auf das ganz rechte Bild klicke, mit gedrückter Shift-Taste einmal auf das ganz linke Bild, dann habe ich alle Bilder ausgewählt. Und jetzt nur noch ein Rechtsklick, Zusammenfügen von Fotos, Panorama. Und jetzt wird Lightroom mir automatisch hier dieses Foto einmal zusammenfügen. Hier wird direkt eine Vorschau erstellt. Ich kann hier aus verschiedenen Projektionen auswählen, kugelförmig, zylindrisch oder perspektivisch. Perspektivisch dann immer zum Beispiel, wenn ich ein Tilt-Shift-Objektiv benutzt habe. Dann kann ich perspektivisch hier benutzen. Ich nutze sonst eigentlich immer kugelförmig für die anderen Panoramen. Und man sieht, dass es auch in diesem Fall ganz gut gepasst hat. Also die Vorschau gefällt mir hier schon mal sehr gut. Vielleicht kann man die Randverkrümmung noch etwas rausnehmen. Die würde ich mal so auf 50% stellen. Und dann können wir auch noch Kanten füllen. Und da wird automatisch von Lightroom dann erkannt, was diese Pixel außerhalb hier noch ja, sein könnten. Und man sieht, es wird auch sehr, sehr gut erledigt, dieser Job. Und wenn ich damit fertig bin, sage ich einfach einmal zusammenfügen. Und jetzt wird automatisch dieses Panorama von Lightroom erstellt. Und dabei behalten wir auch eine RAW-Datei. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir können auch jetzt weiterhin mit einer RAW-Datei arbeiten und damit alle Vorteile nutzen, die so eine RAW-Datei mitbringt. Das heißt, wir können wirklich aus dem Vollen schöpfen in der Bildbearbeitung. So, einen kleinen Moment hat es jetzt gedauert, aber jetzt ist das Panorama fertig und du siehst, dass hier eine DNG-Datei erstellt wurde. Das ist auch wieder eine RAW-Datei. Das ist das RAW-Dateiformat von Adobe selber. Und du siehst, dass wir hier echt ein schönes Ergebnis bekommen haben. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich es so geschossen habe, wie ich es geschossen habe, das war nicht freihändig jetzt, aber ich hatte eine Panoramaschine zwar dabei, die habe ich jetzt aber nicht auf Millimeter genau eingestellt, weil ich einfach dafür keine Zeit hatte. Dafür ist es doch sehr, sehr schön geworden. Ich kontrolliere jetzt hier nochmal, ob wir hier irgendwelche Fehler drin haben. Diese Fehler treten meistens entweder oben oder unten im Bild auf. Also da kann man sich mal so ein bisschen drauf konzentrieren.
Und ich muss sagen, es sieht hier erstmal soweit alles gut aus. Ich gucke hier nochmal rein, ob man hier irgendwelche Übergänge sieht. Aber auch hier muss ich sagen, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Hier oben haben wir sowieso keine Probleme, denn hier ist einfach nur ja, der Himmel mit einer glatten Fläche. Da muss man gar nicht nachgucken. Von daher hat es hier sehr gut funktioniert, dieses Panorama zusammenzustellen. Ich würde jetzt als erstes direkt mal so ein bisschen den Zuschnitt noch beschränken. Man sieht hier auf der einen Seite, ich glaube, das ist tatsächlich von dem Kamerastativ, der Schatten hier, den würde ich noch rausnehmen. Die Seite hier gefällt mir sowieso nicht so sehr und ich möchte eigentlich den Steg hier so ein bisschen weiter auf der rechten Seite noch haben. Auch hier kann ich noch ein bisschen was rausnehmen, denn auch hier denke ich, dass wir gar nicht so viel benötigen. Der Baum hier auf der linken Seite, doch, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht lassen wir ihn so ein bisschen drin. Und ich muss sagen, hier unten, das brauchen wir auch nicht, hier können wir auch noch ein bisschen was wegnehmen. Und dann kann man später überlegen, ob man vielleicht hier mit Photoshop oder so noch dieses Geländer rausretuschiert. Ah, das ist so eine Glaubensfrage vielleicht. Ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Seitenverhältnis ist im Moment benutzerdefiniert. Schauen wir doch einfach mal, was so ein 2:1 Seitenverhältnis hergibt. Ja, da müssten wir es noch ein bisschen enger zusammen machen. Wobei ich sagen muss, gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag es immer ganz gerne, mit so vorgefertigten Seitenverhältnissen zu arbeiten, weil man dann natürlich auch später im Druck es sehr viel einfacher hat. Also wenn man das jetzt an eine Druckerei zum Beispiel gibt, dann haben die natürlich immer gerne so eine Standard-Seitenverhältnisse, 2:1, 3:1 oder wenn du halt 16:9 hast oder 4:3, 3:2. Solche gängigen Seitenverhältnisse sind denen eigentlich immer ganz lieb und ich arbeite eigentlich auch sehr gerne mit sowas. Und ich denke mal, so kann man es lassen, oder? Ein ganz kleines bisschen hat man jetzt hier diesen Steg noch auf der Seite drin, wenn ich das jetzt hier so rausnehmen würde. Aber theoretisch würde auch das noch gehen. Ist jetzt hier ein kleines bisschen weiter runter. Nee. So. So finde ich, sieht das Ganze ganz gut aus. Ich drücke jetzt mal die Taste L, mache mir das Ganze dadurch ein bisschen dunkler. Und jetzt kann ich natürlich auch das Bild viel besser beurteilen. So ein kleines bisschen muss ich es, glaube ich, drehen, dass der Horizont ganz gerade ist. Aber ansonsten gefällt mir das echt gut, muss ich sagen, von der Bildaufteilung. Natürlich, der Horizont ist jetzt genau in der Mitte. Man kann jetzt noch überlegen, ob man das Ganze hier noch so ein bisschen verkleinert. Aber eigentlich mag ich es so. Auch wenn der Horizont jetzt genau in der Mitte ist. Aber trotzdem gefällt mir das Bild so echt gut. Ja, und diese kleinen Dinger, die kann man jetzt hier vielleicht dann noch rausretuschieren. So, also der Zuschnitt gefällt mir schon mal gut. Vielleicht machen wir das mit dem Rausretuschieren jetzt mal direkt am Anfang. Ich nehme jetzt hier oben erstmal mit der Taste I meine ganzen Bildinformationen wieder raus. Und jetzt kann man mal gucken, was man hier so erreichen kann. Also ich habe jetzt hier den Korrekturpinsel oder den Bereichsreparaturpinsel, wie er heißt, mal ausgewählt. Die weiche Kante stelle ich mal so auf ja, 70%. Die Größe passt du halt immer so an, wie du es gerade brauchst. Ich denke mal, ja, vielleicht ein kleines bisschen größer können wir es machen. So 65. Deckkraft 100%, das ist ganz wichtig, dass wir hier dann wirklich auch sauber arbeiten können. Und jetzt muss man halt immer mal so ein bisschen gucken, ob das passt. Schauen wir einfach mal, wenn ich jetzt hier auf Fertig klicke. Ja, also optimal ist es nicht, ob es dann großartig auffällt, ist ja die andere Geschichte. Hier sowas kann man wahrscheinlich relativ einfach rausnehmen. Einmal drauf geklickt, ja, in dem Fall nicht ganz so gut. Aber mal irgendwas suchen, was hier so in der Nähe ist, was so ähnlich aussieht. Und dann fällt das nicht mehr großartig auf. Vor allem nicht dann, wenn ich hier weiter rauszoome. Man kann das natürlich ein bisschen genauer machen, indem man jetzt in Photoshop damit arbeitet. Ich muss sagen, jetzt hier in dem Fall reicht mir das so erstmal aus. Man kann dann auch so kleine Korrekturen, ja hier, okay, das geht natürlich gar nicht. Also hier müsste man jetzt auch wieder gucken, dass man die Quelle so ein bisschen anpasst. Da, wo das eigentlich war. So, zack, hier gucke ich jetzt einfach mal, dass dieser große Grashalm ungefähr passt. Die Feinheiten könnte ich jetzt auch später dann, wie gesagt, noch in Photoshop machen, aber so ist es erstmal wesentlich unauffälliger. Und jetzt haben wir erstmal so diese ganz groben Lensflares rausgenommen. Natürlich hat man jetzt hier noch so Kleinigkeiten, wobei ich echt sagen muss, das verleiht dem ganzen Bild irgendwie so ein bisschen Stimmung. Du siehst jetzt auch, natürlich, die Sonne ist extrem ausgebrannt, sieht man jetzt hier im Histogramm sehr gut. Aber auch das, muss ich sagen, gefällt mir hier in diesem Bild echt gut. Ist so ein kleines stilistisches Mittel. Ja, ich bin ja oft so ein Freund davon zu sagen, aufpassen, dass das Histogramm nicht aus,
frisst, also dass die Highlights nicht ausfressen und das Histogramm nirgendwo anschlägt. In dem Fall tut es das jetzt hier mal. Man kann jetzt auch mal gucken, ob man die Lichter hier noch ein bisschen runternimmt. Ja, und damit natürlich auch hier so ein paar mehr Details wieder reinbringt. Das sieht doch schon mal echt gut aus. Also Lichter hier mal auf minus 50, die Tiefen, boah, die brauche ich eigentlich gar nicht aufhellen. Das ist so vollkommen okay. Insgesamt die Belichtung kann ich auch noch ein kleines Stück runternehmen. Ein bisschen mehr Kontrast kann ich reingeben. Und ich würde auch mal gucken, ob man insgesamt vielleicht noch die Temperatur, die Farbtemperatur ein klein wenig anhebt. So auf 6000 Kelvin. Ja, das gefällt mir gut. Muss ich sagen, das gefällt mir echt gut. Und jetzt nehme ich nochmal einen Verlaufsfilter hier. Denn den Verlaufsfilter, den ich verwendet habe, der war mir hier... Am Ende ist es einen ganz kleinen Tick zu stark. Deswegen werde ich jetzt hier so ein kleines bisschen gegenkontern. Und ungefähr 0,4 Blendstufen nochmal aufhellen. Das war ja jetzt ein ganz oben 3 Blendstufen abgedunkelt. So ein kleines bisschen konter ich dagegen. Und so gefällt es mir wesentlich besser. Jetzt bin ich von der Helligkeit des Bildes, von den Helligkeitswerten erstmal ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ein kleines bisschen Dunst entfernen ins Negative. Damit helle ich das ganze Bild nochmal so ein bisschen auf. Gebe so ein bisschen, oder nehme so ein bisschen Kontrast raus. Ja, hier die Tiefen vielleicht auf plus 15 stellen. Und jetzt bin ich hier wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis erstmal. Und jetzt gehe ich als nächstes mal in die Objektivkorrekturen rein, denn die Profilkorrektur möchte ich noch aktivieren. Dadurch wird das ganze Bild ja auch nochmal ein kleines bisschen heller. Chromatische Aberration möchte ich entfernen. Gerade wenn wir hier die direkte Sonne im Bild haben, ist es immer sinnvoll, die dann rauszunehmen. Und als nächstes gehe ich in die Kalibrierung rein, denn hier möchte ich nochmal die Primärwerte blau so ein kleines bisschen verstellen. Ja, wenn man die jetzt sehr doll verstellt, dann kriegt man gleich so einen Orange and Teal Look hier. Also ganz so doll will ich es natürlich nicht haben. Die stelle ich mal auf minus 15. Die Grünwerte stelle ich auch mal so auf minus 15. Die Rotwerte, die kommen mal auf plus 15. Und jetzt kann ich noch überlegen, ob ich die Schatten von der Tonung her ein klein wenig ins Magenta-lastige ziehe und gar nicht so sehr ins Grünliche. Ja, Grün wäre halt so die Richtung. Das ist mir ein bisschen zu viel Grün, muss ich sagen. Und wenn ich die jetzt mal so auf plus 25 stelle, dann sieht das Ganze noch ein bisschen ausgeglichener aus und noch so ein bisschen mehr nach Sonnenaufgang. Perfekt. Jetzt gehe ich als nächstes mal in die Details noch rein, schärfe das Ganze noch. Ein Standardbetrag von 80. Mit gedrückter Alt-Taste oder Optionstaste für Mac-User kann ich das Ganze jetzt hier noch maskieren und dabei kann ich auch die Maskenansicht mir anzeigen lassen. Das bedeutet, alles, was jetzt weiß ist, wird geschärft, alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Man sieht hier, das ist auch nochmal eine Sache, die kann man rausnehmen. Nochmal den Bereichsreparaturpinsel genommen und solche Sachen, die kann man dann noch rausretuschieren. Ansonsten sieht das hier, hier so ein kleiner Sensorfleck ist auch noch drin. Also solche Geschichten, die kann man dann natürlich noch rausnehmen. Ne? Das sind jetzt Sachen, das ist dann so quasi die Endbearbeitung. Also ich werde mal jetzt gleich noch so ein kleines bisschen was an den Farben machen. Aber das sollte man auf jeden Fall immer am Ende noch machen, bevor man so ein Bild fertig in den Druck gibt oder auch einfach nur abspeichert oder im Web hochlädt. Da sollte man immer schon nochmal darauf achten, dass man seine Sensorflecken entfernt hat, beziehungsweise auch solche Flecken hier, die von der Sonne stammen. Ja, aber soweit sieht das doch erstmal gut aus. Hier haben wir noch einen kleinen Sensorfleck, den nehme ich auch nochmal raus. Hier oben noch einer, zack. Und schon haben wir hier ein sauberes Ergebnis, wo das Bild echt gut aussieht. Ein anderer Trick, um das zu machen, ist natürlich einfach den Sensor mal vorher reinigen. ist bei mir auch mal wieder nötig. Aber so grundsätzlich finde ich, hat das Bild jetzt schon echt eine gute Wirkung. Ich gehe jetzt noch in die HSL-Tabelle rein, um noch so ein kleines bisschen die Farbwerte anzupassen. Also ich werde so ein bisschen Sättigung von den Blautönen rausnehmen. Ich weiß nicht, ich finde ja meistens die Sättigung von den Blauwerten in so einem Himmel immer ein bisschen zu stark. Das Aquamarin kann auch noch ein kleines bisschen raus. Hier solche Farben, solche warmen Farben, gerade so zum Sonnenaufgang, sind natürlich klasse. Wobei die auch schon sehr stark gesättigt sind, also die würde ich jetzt nicht noch weiter betonen. Man könnte jetzt noch den Himmel so ein ganz kleines bisschen Richtung Aquamarin schieben. Und das Aquamarin dafür so ein ganz kleines bisschen Richtung Blau. Perfekt. Die Grüntöne, also viele Grüntöne habe ich hier gar nicht drin, also ein kleines bisschen weiter Richtung Gelb. Und das Gelb schiebe ich wieder so ein kleines bisschen Richtung Grün. Und damit kriegen wir hier das Ganze noch ein bisschen saftiger. Sehr schön.
Jetzt werde ich noch mir einen Radialfilter nehmen, mal den Effekt hier komplett rausnehmen. Das heißt, einfach ein Doppelklick hier einmal auf den Namen Effekt. Dann erstmal hier über der Sonne so einen Radialfilter aufziehen. Denn ich möchte hier noch so ein bisschen den Mut verstärken. Also ich möchte hier Dunst entfernen, wieder so ein bisschen ins Negative ziehen. Kontrast kann hier auch noch ein kleines bisschen raus. Und vielleicht sogar einen kleinen Farbton hier noch, so einen kleinen Farbklecks noch mit reingeben. Ja, perfekt. Da kann ich euch ja auch nochmal ein Vorher-Nachher zeigen. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Ja, das bringt dem Bild einfach nochmal so ein kleines bisschen was. Ich finde das immer ganz cool irgendwie. So, jetzt können wir direkt noch einen neuen Radialfilter aufziehen. Den packen wir hier nochmal so ein bisschen über den See. Auch hier möchte ich nochmal ein kleines bisschen Dunst entfernen, rausnehmen, also ins Negative ziehen und damit ja so ein bisschen mehr Dunst wieder mit reinbringen. Und diesen Dunst, der hier sowieso schon, dieser Nebel, der hier sowieso schon über dem See liegt, noch so ein kleines bisschen verstärken. Also das war eine echt coole Stimmung an dem Morgen, auch wenn ich natürlich auf ein paar Wolken noch am Himmel gehofft habe. Aber grundsätzlich, so wie ich das jetzt hinbekommen habe mit dem Wetter, gefällt es mir auch so echt gut. Also muss ich echt sagen. So, jetzt ist noch so eine kleine Sache. Lasse ich hier diese Baumspitzen drin oder nehme ich sie raus? Ich bin im Moment eher dafür, sie rauszunehmen, ganz ehrlich. Auch wenn ich das eigentlich mag, so ein klein bisschen Baum mit drin zu haben. Aber dafür müsste mehr Baum drin sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ist es halt wie gewollt und nicht gekonnt. Und deswegen nehme ich es an der Stelle dann doch nochmal raus. So. Soweit sieht es doch schon mal ganz gut aus. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich hergekommen bin. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Ja, also gar nicht so viel gemacht in der Bildbearbeitung. Eigentlich viel retuschiert. Ja, aber ansonsten die Farbwerte und die Helligkeitswerte ein kleines bisschen angepasst. Viel mehr brauche ich hier gar nicht. Ich gehe als letztes mal noch in die Teiltonung rein, denn ich will die Schatten hier noch so ein kleines bisschen einfärben. Ein kleines bisschen heller machen. Beziehungsweise nicht heller, sondern wärmer machen. Und die Lichter, die mache ich noch so ein kleines bisschen kühler. Ja, aber nur so ein ganz bisschen. Perfekt. Jetzt kann man überlegen, lege ich noch so eine kleine Vignette um das Bild herum. Da will ich eigentlich nicht zu doll machen. Vor allem möchte ich die Lichter davon auslassen. Also wenn wir jetzt an den Bildrändern irgendwo Bereiche haben, die sehr hell sind, wie zum Beispiel hier auf der linken Seite, dann soll dort die Vignette nicht wirklich stattfinden, denn sonst sieht das Ganze sehr, sehr komisch aus. Ah, so minus 10 ungefähr kann hier rein. Mehr auf keinen Fall. So, perfekt. Vorher, nachher. Und das ist jetzt quasi mein Workflow, wenn ich ein Panorama erstelle mit Lightroom. Klar, man kann jetzt noch in Photoshop reingehen. Wie gesagt, wenn das jetzt hier noch so ein bisschen stört, kann man theoretisch noch mit rausnehmen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich mag den Effekt eigentlich an dieser Stelle sehr gerne und deswegen lasse ich es auch so drin. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, dann poste sie einfach unten in die Kommentare, genauso wie weitere Videovorschläge, was du in Zukunft gerne sehen möchtest. Ich habe mitbekommen, dass ihr auf jeden Fall mehr Videos auch sehen wollt, wie ich direkt fotografiere. Das sieht man an den Klickzahlen und an den Likes sehr, sehr gut. Und das wird auch in Zukunft kommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Ansonsten könnt ihr auf Instagram bei mir vorbeischauen und ihr könnt in meinem Online-Store vorbeischauen, falls ihr weitere Videos zum Thema Lightroom sehen wollt und tiefer einsteigen wollt in die Materie. Dann empfehle ich euch die Videotrainings zu Lightroom. Da gibt es insgesamt 2 Stück von, die kann man auch als Bundle kaufen und genauso gibt es das auch von Photoshop und von Lumina. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, würde mich sehr freuen und dazu gibt es auch einen kleinen Rabattcode, den blende ich euch hier unten nochmal ein. Dadurch, dass ich diese Woche Geburtstag habe und auch noch einen runden Geburtstag habe, dachte ich mir, ich feiere das Ganze mit euch ein bisschen zusammen. Ihr kriegt einen kleinen Rabatt für das Ganze und ja, ich hoffe, ich kann euch damit so ein bisschen den Tag versüßen. Also macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.